Ja, und? Schon der erste Steifen, jetzt muss er da wieder 15 Cent stehen. Wow, ja, richtig schön da. Wie siehst du, dann müssen wir den hochfällen. Irgendwo. Was ist denn dein Fazit, erst suchen mit dem Markus in den Bergen? Ja, also er ist ein aufstrebender Bergführer, würde ich sagen. Wir hatten oft einen Moment, wo wir noch einen Bus später nehmen müssen, weil er etwas vergessen hat. Ich bin schon angelegt. Aber er hat es Teil beim Fahren. Ich glaube, der wird ich replizieren. Aber ja, geil, sehe ich den. Komm, ziehen wir gerade weiter, sonst nehmen wir uns das Skifahren und tun nicht die Spur. I want you to get together. Ja, da links, oder? Hat er Zeit? And help me pray for one sinner from the ghetto. Ja Gott, 2 Meter unter dir. Es wird nicht mehr gehen. Ich hab dich viel. Bist du jetzt da? Ja. Mein Weg zur Piste? Ja. Der Sedi kommt da mit dir. Ich glaube, ich nehme da ein Füßeli. Und überhaupt draußen ist geil. Oh, da bin ich echt verdammt geil Wetter. Also, man sieht es jetzt so. Sagst du? Ja. Durch den blauen Himmel. Also, du musst sagen, du bist nur da. So gut. Nein. Der Abendprogramm. So ehrlich bin ich. Allem das Wochenende. Abendprogramm. We can remember swimming in December, heading for the city lights. Du hast noch nie Löwine Fötsch gekriegt? Eine, die richtig weit runtergegangen mit den Schneebrettern, hat es schon gegeben, habe ich schon gesehen. Kein Bier, bist du mal allein. Das ist so krass. Son of lemon drips from your eyes. We are the people, the rule of
Aber schau mal, ich habe ein anderes Problem. Die Bindung da vorne ist einfach das Teil abgeht. Ja du, es geht schon. Steht im Gebüsch. Was? Man steht im, wo man durchs Gebüsch ja, aber. Alle überlebt. Nicht kaputt gegangen, also zwei Sachen. Spitzferie ist ein bisschen Challenge-Team machen. Es wird gut werden, für uns alle die erste Tour. Wir werden noch schiessen, glaube ich. Es läuft, ist gut. In die Jahre gekommen, aber immer noch was. Okay, das ist schon wenig für die Zuschauer. Es kommt noch. Ja, jetzt wieder schauen. Oh! Gemacht, gell? Ja. Wie freust du aufs Türli? Mhm. Mensch, magst du am besten wahrscheinlich vor allem, oder? Das ist Debbie, sie wird am besten mögen. Und falls sie zu schnell ist, nimmt sie das Brett von uns. Was? Ja, dort ist. Linus hat das Stück vergessen. Ja, die sind überbewertet. Gut, ja. Du auch. Ich habe abgestellt, ja. Nein, du hast jetzt gerade eingestellt. Nein, das ist okay. Das ist es. Look down into a deep dark well. Called all your names, they echoed down for miles and miles. And all that other mystical well, never you mind. Love them all through. Many a lifetime. Some are gone, but some still strong. Some are weird as hell, but we love them. Some are one-trick ponies, but we embrace them. Cause I've always had a soft spot for repetition. Es ist ja steil. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mein Geld, als ob
Nein, das ist ja schön breit. Leute, was sagen da zu unserem Türli? Abenteuer! Abenteuer, oder? Jetzt müssen wir aber hier noch umkehren, wenn wir irgendwo im Wald sind. Gott, ein Versuch. So. Ich bin alt, aber habe Haare auf dem Kopf. Spruch des Lagers. Sind wir da ein bisschen falsch gefahren. Ich bin dann dort über den Wasserfall runter. Das Brett ist mir abgefallen, voll im Fels rein. Sieht da nicht so schön aus hinten. Soll man sagen, Tränendrüse, Mitfahrende, einerseits Luca. Luca, bist du fit? Erinnere dich gerne an unsere Sentis-Tour das letzte Mal. Ja, da bin ich der einzige Vernünftige, der umgekehrt ist. Es kommt nicht so darauf an, da, aber ja, kannst schon. Wo muss ich enden? Ja, dort, wo du dumm bist. Irgendwo kannst du da links sich wieder nach rechts ausholen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen. Da sind schon zweimal in den letzten 20 Jahren sind auf diesem Hang jemand gestorben. Du kannst ja direkt da oben rein. Ja, aber die geht ja nicht runter, die geht dort rüber. Nein, ich will da links. Wir sind immer da links runter. Ja, der ist steil. Aber kannst du fahren? Das ist eben das, was Sabrina mir letztens geschickt hat, wo noch unverspurt war. Okay. Ziehe gerade durch, ziehe gerade nach. Oh, oh, oh.
Das Häsli! Ja, jetzt sind wir da gut schnell, leider hat es ein bisschen wenig Schnee. Da kommt unser Domi zu laufen. Ja, Domi. Schau mal, unser Stammhahn gut schnell, noch umverfahren. Oberteil wäre wahrscheinlich schön zum Fahren, aber nachher nach unten, ja, da musst du ein neues Brett kaufen. Nachher. Weißt du, jetzt geht es auch gerade um den Zwischen. Oh ja! Dummi macht ja aber ganz links in dem Gulag, aber das ist jetzt zu gefährlich. Nein, komm du zuerst, falls da jetzt wirklich etwas kommt in dem Hang. Ja, komm jetzt. Ja! Linus, was meinst du von der Bus bis jetzt? Ja, es hat sich gelohnt mit dem Bergführer, abgesehen von der Traverse hat er ein bisschen versagt. Ja, die Traverse hat er ein bisschen versagt. Dafür haben wir nur First Line, oder? Haben wir First Line dort. Ich hoffe, ich kann es nachher noch zoomen. Ich will das Gulli machen. Ja, das ist ein bisschen gescheiter. Bei einem Jumbo-Check. It wasn't easy. But nothing it is. No. Oh my God. I got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Tiefschneefahren und allgemein die Winterbergwelt gehören für mich nach wie vor zu den schönsten Erlebnissen, die es überhaupt gibt. Und auch wenn infolge der Klimakrise im vergangenen Winter sehr wenig Schnee in den Bergen gelegen ist, haben wir doch sehr viele schöne Touren und auch Variantenabfahrten gemacht. Und ich hoffe, ich kann euch das mit dem Film näher bringen. Habe euch Lust gemacht auf den kommenden Winter. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch unbedingt auf die Lawinengefahr abseits der Piste hinweisen. Es ist wichtig, dass man sich das täglich erscheinende Lawinenbulletin vom Schweizerischen Lawinenforschungsinstitut konsultiert.
mit der allgemeinen Gefahrenstufe. Weiter sehr zu empfehlen ist das App Swisstopo, wo von Bundesgeldern finanziert wird. Einerseits für die Tourenplanung, aber auch für Hangneigungen und so weiter. Sehr, sehr übersichtlich und einfach gemachtes Gratis-App. Für, insbesondere für Skitourenplanung empfehle ich die Homepage Skitourenguru. Das ist von einzelnen Menschen, die das unentgeltlich gemacht haben, gemacht worden und ist auch sehr anfängerinnenfreundlich, sehr einfaches Handling. Nicht zuletzt ist natürlich auch immer gut, wenn man einen Lawinenkurs macht. Das kann man mittlerweile auch sehr gut online. Der österreichische Alpenverein gibt jeweils November, Dezember auf YouTube einen Anfängerfilm raus, wo man so die wichtigsten Aspekte vom Touren und vom Variantenfahren lernt, was da zu beachten gilt. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei meinen Freundinnen bedanken, die mich den Winter begleitet haben, insbesondere der Domi. Merci für dein viele Filmmaterial. Ein Großteil von dem Film stammt ja aus deinen Aufnahmen. Dann Debbie, die sehr oft dabei war, immer sehr lustig mit ihr, sehr ein herzlicher Mensch. Des Weiteren der Linus, der sehr oft vertreten ist in dem Film, ist ein fotogener Mensch, sehr lustiger Mensch. Merci, dass wir so einen lustigen Moment zusammen hatten. Dann Luki, sehr spontan, immer dabei, wenn man fragt. Und auch der Gregi, ihr seid leider nicht so viel auf dem Film, habt ein Pech gehabt mit an den Tagen, wo ihr gekommen seid, sind jetzt nicht gerade zu dir. Beste Aufnahme entstanden. Und zuletzt noch Sabrina. Ich hoffe, der Winter kommt sich mehr dazu, zum Zusammengehen von Freeriden. Und der Luca, auch dich sieht man den Winter hoffentlich mehr. Jetzt hast du ja das Splitboard gekauft. Ja, also ich freue mich ganz fest auf den kommenden Winter und ich hoffe, ihr euch auch.